Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und der drängenden Einladung von Herrn Obama eben widerstanden haben. Also ich hoffe, das wird sich hier lohnen. Eigentlich bin ich sogar relativ sicher, dass sich das lohnen wird, das heutige Thema, und vor allem die Diskutanten werden ihres dazu tun. Im Namen der Max-Weber-Stiftung darf ich Sie ganz herzlich bedanken. Und Herr Professor Markschies hat mich gerade auch noch aufgefordert, ich darf Sie auch im Namen der Akademienunion ganz herzlich begrüßen. Entschuldigung. Seit 2010 veranstaltet nämlich die Max-Weber-Stiftung mit der Akademienunion diese besondere Veranstaltungsreihe, die die Wissenschaft mit der breiten Öffentlichkeit oder der interessierten Öffentlichkeit, so heißt es immer wieder gerne, in Verbindung bringt. Mein Name ist Harald Rosenbach und ich darf Ihnen so ein paar Themen, beziehungsweise ich darf Ihnen das Thema, über das wir heute reden, etwas näher bringen. Wir sind heute nämlich zusammengekommen, um eines der grundlegendsten Themen überhaupt zu diskutieren: die Freiheit. Die Assoziationen, die uns gerade in diesen Zeiten damit verbinden, sind vermutlich ebenso zahlreich und vielstimmig wie die unterschiedlichen Wege, auf denen man sich der Definition von Freiheit nähern kann. Auch nach Kant, um einfach nur in der frühen Neuzeit anzufangen, Hegel, Rosa Luxemburg, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, gibt es viele kluge Ansätze, Freiheit im gesellschaftlichen Kontext zu erklären. Wir haben uns natürlich nicht an diesen Philosophen abgearbeitet. Ich glaube, da sind berufenere Personen für zuständig. Wir haben es uns etwas einfacher gemacht und in ChatGPT mal nachgeschaut, was unter Freiheit dort steht. Freiheit, Zitat, kann definiert werden als der Zustand frei von äußerer Kontrolle, Einmischung oder Beschränkung. Sie ist die Fähigkeit zu handeln, zu sprechen oder zu denken, ohne durch äußere Kräfte wie Regierungen, soziale Normen oder physische Einschränkungen eingeschränkt zu sein. Freiheit ist ein grundlegendes Menschenrecht, das für das Streben nach Glück, Kreativität und Selbstverwirklichung unerlässlich ist. Sie wird oft mit Demokratie, Menschenrechten und individueller Autonomie in Verbindung gebracht. Das Thema Freiheit ist also ein ständiger Begleiter, gerade und vor allem in dieser Zeit, in der wir jeden Tag aufs Neue vor die Frage gestellt werden, was uns diese Freiheit in welcher Form eigentlich wert ist. Sind wir bereit, uns in den gesellschaftlichen Dialog auch dann einzubringen, wenn es unbequem wird? Sind wir bereit, auf die Straße zu gehen? Für welche Freiheit? Sind wir bereit, Steuererhöhungen in Kauf zu nehmen, Masken zu tragen, liebgewordene gesellschaftliche Konventionen komplett neu zu denken oder gar die Rüstungsindustrie anzukurbeln und militärische Positionen zu beziehen? Diese Debatte ist keine nationale. Sie ist eine globale Debatte, wobei sie, bitter genug, nicht überall geführt werden kann. Kompliziert wird es, wenn der gesellschaftliche und staatliche Umgang mit der Diskussion über Freiheit selbst als Gradmesser für Freiheit an sich genommen werden kann. Das ist übrigens ein Phänomen, das die Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung in vielen Ländern tagtäglich spüren, an eigenem Leib spüren. Probleme über Probleme, mit denen wir heute Abend glücklicherweise nicht alleine sind. Vielmehr können wir uns auf zwei Experten verlassen, die hier in Berlin so bekannt sind, dass man sie eigentlich gar nicht vorstellen müsste. Beide sind im In- und Ausland gleichermaßen hoch angesehen und renommiert. Christoph Markschies, Professor für antikes Christentum an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er 2004 bis 2006 bis 2010 auch das Präsidentenamt innehatte. Er war Fellow an renommierten Institutes for Advanced Studies und ist seit 2020 Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und seit letztem Jahr Präsident der Akademienunion.
Wir freuen uns, dass er uns heute an seinen Einsichten teilhaben lässt. Vor allem aber danken wir Ihnen, Herr Markschies, dass Sie uns als Hausherr und Ideengeber dieser Veranstaltung nicht nur die Räumlichkeit, sondern auch das Thema mit auf den Weg gegeben haben. Ute Frevert ist Historikerin und Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, auch hier in Berlin. Sie ist weit über die Fachgrenzen der Geschichtswissenschaften hinaus in der deutschen und auch internationalen Community vernetzt und auch Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler Akademien. Vor allem aber, sie ist seit März dieses Jahres Präsidentin der Max-Weber-Stiftung. Sie sehen also, unser Podium ist bestens und präsidial besetzt und bereit für eine spannende Diskussion, für die wir uns heute ein besonderes Format überlegt haben. Wir haben nämlich Berliner Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie unter Freiheit verstehen, wie sie mit dem Freiheitsbegriff umgehen. Und da danken wir den Kursleiterinnen Dr. Ilona Ruschmeier, vor allem aber auch Maria Havlitzki, die heute auch, glaube ich, da ist, da an der Seite. Herzlich willkommen. Vom Karl-Ossietzky-Gymnasium beziehungsweise auch vom Werner-von-Siemens-Gymnasium sehr, dass Sie diese Sache aufgegriffen haben, um die Perspektiven der Schülerinnen und Schüler in die Diskussion einzubringen. Und daran werden wir, glaube ich, alle noch unsere Freude haben heute Abend. Aber auch in anderer Hinsicht betreten wir Neuland. Wir verzichten nämlich nicht nur auf ein größeres Podium. Sie sehen hier zwei Stühle. Normalerweise wären da 4 bis 6. Wir verzichten auch auf eine Moderation. Das bedeutet, dass die beiden Experten auf sich alleine gestellt sind und sie nach einem ersten Austausch improvisierend mitnehmen werden. Wenn Sie, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, sich einbringen und auch selbst Fragen stellen wollen. Einige dieser Fragen sind ja schon ausgebreitet. Alle guten Neuerungen sind 3. Ich möchte nämlich auch mich bedanken bei Goran Oeser, der auch irgendwo hier sitzt, unser neuer Kollege, der mit Dr. Tina Rudersdorf für die Max-Weber-Stiftung diese Veranstaltung vorbereitet hat und dafür, dass er ganz neu in diesem Metier ist, sind wir ihm sehr dankbar, wie er das gemacht hat. Danken möchte ich aber auch Frau Schäfken und Frau Kumle, die das seitens der Akademienunion getan haben. So, jetzt hoffe ich, ich bin am Ende. Ich hoffe, dass Sie neugierig genug geworden sind und darf das Wort übergeben an Christoph Markschies und Ute Frevert, möchte aber, bevor das hier losgeht, Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass wir nach der Veranstaltung einen kleinen Umtrunk haben, wo dann der Austausch auch verlängert bzw. vertieft werden kann. Vielen Dank. Ute Frevert und ich haben gedacht, ich fange mal an. Der Grund ist nicht, dass ich jetzt noch bei Stimme bin und mir nicht ganz sicher bin, ob ich das den ganzen Abend bleibe, sondern ich beschäftige mich mit der Antike und wollte Ihnen eine Erfahrung aus den letzten Tagen wiedergeben, die dafür verantwortlich sind, dass meine Stimme so beschädigt ist. Ich war in Oxford zu einem großen Symposium über Freedom and Europe, über den Zusammenhang von Europa und Freiheit. Und das fand in einem College statt. Und Colleges in Oxford sind praktisch gar nicht geheizt. Und daher ahnen Sie, warum ich eine solche belegte Stimme habe. Was will ich Ihnen aber damit erzählen, außer der Tatsache, dass es Gründe dafür gibt, dass ich eine etwas belegte Stimme habe? Ich fand an diesem Kolloquium in Oxford ungemein spannend, dass dort Expertinnen und Experten für gegenwärtige Europapolitik dabei waren, Expertinnen und Experten für Osteuropa. Es ging um Fragen von, ist seit 1989 die Freiheit in demokratischen Gesellschaften größer geworden oder ist sie geringer geworden? Wie ist das mit Freiheitsrechten in Europa? Und ich hatte den Eindruck,
alle diese Fragen, die da verhandelt werden, kenne ich eigentlich aus der Antike. Es gibt in der Diskussion über Freiheit, wie soll man sagen, so ein paar Wiedergänger. Die tauchen immer wieder auf. Und da gibt es nicht eine Entscheidung für die eine Position und die andere Position, sondern wenn zwei Menschen auf dem Podium sitzen, ist fast anzunehmen, dass sie sich darüber nicht einig sein werden. Und das will ich Ihnen jetzt an drei Punkten ganz kurz vorführen. Einer der Punkte ist ganz direkt adressiert in den Fragen, die Sie in den Händen haben und die man über uns sehen kann. Ist der Mensch von Natur aus frei? Ist der Mensch von Natur aus frei? Das ist eine Frage, die eine Schülerin, wenn ich mich richtig entsinne, adressiert hat. Das ist eine Frage, die in diesem Kolloquium in Oxford adressiert wurde. Natural born free. Das ist aber eine Frage, die von Anfang an, als über Freiheit nachgedacht wurde, als eine zentrale Frage in allem Nachdenken über Freiheit ist, beginnt die Geschichte des Menschen als freies Wesen oder nicht? Und die Frage können Sie ja ganz schlicht stellen, der Mensch wird herausgezogen aus seiner Mutter. Ist er da frei oder ist er nicht frei? Und kommt heraus, wird herausgezogen, also je nach, gut, also wunderbar. Daran merken Sie schon, es kommt sehr auf die einzelne Person an. Also ich, meine Erinnerungen an diesen Moment sind eher begrenzt. Aber zu dieser Frage nach dem Anfang, ist der Mensch von Natur aus frei und muss er diese Freiheit bewahren oder sich wieder erobern? Kommt genau die andere Position. Nein, er ist nicht frei. Er wird geboren zum Beispiel als Frau im 19. Jahrhundert und ist sicher in einem, wenn wir an ein kleines oberschwäbisches Dorf denken, in einer Situation, in der die betreffende Frau ganz gewiss nicht frei genannt werden kann. Und ich fand ganz, ganz interessant, da wurde bei der Oxforder Tagung immer über die freien liberalen Gesellschaften geredet. Also wenn bis in die 70er Jahre eine Frau in Deutschland begrenzt selbstständig geschäftsfähig ist als verheiratete Frau, fragt man sich natürlich, was das für eine freie Gesellschaft. Also sozusagen Freiheit, sind wir frei, als wir geboren wurden, und werden unfrei und müssen wieder zur Freiheit kommen oder werden wir unfrei geboren und müssen uns zur Freiheit entwickeln. Ein zweites Problem, was dann immer eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist, wie verhält sich eigentlich Freiheit zu ohne Zweifel ja auch faktisch vorhandener Bindung? Nicht nur zu faktisch vorhandener Bindung. Ich bin jetzt ganz gewiss nicht frei, einfach aufzustehen, sondern es gibt bestimmte Bindungskräfte, zum Beispiel die Zuneigung zu Ute Frevert und das Interesse daran, mit ihr ein Gespräch zu führen. Also es gibt sozusagen Bindungskräfte, die meine Freiheit im Augenblick beschränken. Und wie dieses Verhältnis zwischen Freiheit und Bindung genau beschrieben wird, das ist interessant. Es gibt aber eigentlich keinen Freiheitsbegriff, der nicht an irgendeiner Stelle auch von Bindungen redet. Der berühmte Mailänder antike Theologe Ambrosius hat den Spitzensatz formuliert, Summa libertas, Christo servire. Die höchste Freiheit ist Christus dienen. Martin Luther hat gesagt, die Freiheit eines Christenmenschen besteht darin, dass er nicht nur freier Herr ist aller Dinge, sondern zugleich auch jedermanns und also heute auch jeder Fraus Knecht. Und so könnte man jetzt beschreiben, dass die allermeisten interessanteren Freiheitsbegriffe auch von Bindung reden. Und dass es nur dann eigentlich interessant ist und nicht ein völlig weltfremder Freiheitsbegriff, wenn man nicht von Bindung redet. Und nun wird es natürlich spannend, was für eine Bindung, eine frei gewählte Selbstbindung, eine Bindung, die uns auferlegt ist, eine Bindung, die wir uns selber auswählen.
Also Freiheit und Bindung, ein genauso interessantes Thema wie natürliche Freiheit am Anfang oder eben natürliche Unfreiheit am Anfang und die Bewegungsbilder hin zur Freiheit im Laufe des Lebens. Einen dritten Punkt, den ich noch vorstellen will, der sozusagen in jeder Freiheitsdiskussion vorkommt, ist immer die Unterscheidung, die, wie ich finde, sehr problematische Unterscheidung zwischen Körper und Geist. Also es gibt ja so klassische Vorstellungen davon, im Geist bin ich frei. Ich könnte ja, wenn gleich Ute Frevert redet, spazieren gehen. Das wäre sehr unhöflich und ihr nicht zuhören, aber ich könnte hier durch den Saal gehen, ich könnte mit dem Publikum spazieren gehen. Also man könnte sagen, naja, mit seinem Körper ist er eben hier an den Sitz allein durch die Schwerkraft gefesselt und mit dem Geist kann er spazieren gehen, ist er frei. Aber Sie werden vielleicht gesehen haben, dass heute das Akademiemitglied Gerhard Roth in den Zeitungen auftaucht, weil er in den letzten Tagen gestorben ist. Gerhard Roth war Neurologe, Neurobiologe und hat immer darauf aufmerksam gemacht, ganz so einfach ist das nicht, denn auch im Geist ist es sehr, sehr interessant zu sehen, bevor wir überhaupt eine Handlung konzeptionieren, also ich mich zum Beispiel entscheide, mit der Hand auf Ute Frevert zu zeigen, ist vor meiner willentlichen Entscheidung, das zu tun, schon etwas im Gehirn passiert. Und Gerhard Roth hat sein ganzes Leben lang versucht, die Beschreibung von Freiheit so durchzuführen, dass weder die Vorstellung entsteht, der Körper ist unfrei und der Geist ist frei oder der Geist als Freier kann den Körper frei machen, sondern der Versuch der Beschreibung, dass das alles etwas komplizierter ist. Es kommt sozusagen beispielsweise auf den Vorstellungstyp an. Ich bremse, bevor ich mich dazu entschlossen habe zu bremsen. Gott sei Dank. Das ist eine unfreiwillige Reaktion meines Gehirnes. Aber eine Schrotflinte kaufen, die Schrotflinte absägen, einen Strumpf nehmen und in den Strumpf Löcher für die Augen hineinschneiden, sich eine Bank aussuchen. Also Sie ahnen, was ich gerade sagen will. Je komplexer die Handlung wird, desto größer sind natürlich meine Freiheitsanteile, mich zu etwas zu verhalten oder nicht zu verhalten. Also ich habe gesprochen über Freiheit am Beginn, ist der Mensch frei geboren. Ich habe gesprochen über die beiden weiteren Probleme und möchte jetzt am Schluss noch ein letztes Problem adressieren. Das bedeutet, reden wir eigentlich über Individuen oder kann es Freiheit nur in Gruppen geben? Also was nützt mir beispielsweise meine Freiheit? Ich habe vor kurzem von George Orwell die Berichte von 1945 gelesen, wo der als britischer Korrespondent durch Deutschland fährt und vollkommen erschüttert schreibt, ja in Köln ist alles zerstört und in Stuttgart ist alles zerstört und im bayerischen Dorf geht das Leben eigentlich vollständig weiter. Also da ist gar nichts passiert. Da gab es offensichtlich keinen Nationalsozialismus. Die Leute, das war nicht zerstört, sind auch noch keine Truppen vorbeigekommen, deren Leben geht so weiter, wie es immer weiterging. Also natürlich können wir uns selbst in der extremsten Diktatur vollständig freie Menschen vorstellen, wenn wir einen bestimmten Freiheitsbegriff haben. Aber gibt es Freiheit, wenn man in einer Gesellschaft ohne soziale Gerechtigkeit lebt? Gibt es Freiheit in einer Gesellschaft, so war das in Griechenland, wo nur die Leute, die über Besitz verfügen, und zwar über so viel Besitz, dass sie nicht arbeiten müssen, dass die wirklich frei sind. Wer Handarbeit macht, hätte man im alten Griechenland gesagt, ist überhaupt nicht frei. Also das letzte Problem, was ich adressieren möchte, was durch die gesamte Freiheitsgeschichte geht, ist das Problem,
kann ein Individuum frei sein, wenn die Gesellschaft unfrei ist oder wenn größere Teile der Gesellschaft unfrei sind. Und Sie ahnen, was ich am Anfang gesagt habe, zu all diesen Fragen gibt es entschiedene Voten für die eine wie die andere Seite. Menschen sind frei geboren, nein, sie sind nicht frei geboren. Man kann frei sein, auch wenn die Gesellschaft um einen herum nicht frei ist. Man kann frei sein, wenn es keine soziale Gerechtigkeit gibt, weil man frei denken kann. Also bei all diesen Punkten kann man alternative Positionen vertreten. Und ich schließe, bevor ich an Ute übergebe, mit der ganz schlichten These, na, das hängt eben halt auch am Freiheitsbegriff. Nicht? Freiheit steht hier nicht in der Landschaft und da kann man nachgucken, was Freiheit ist, sondern wir sind frei, Freiheit zu definieren. Und deswegen ist für unser aller Gespräch heute wichtig, dass wenn wir uns schon nicht auf einen Freiheitsbegriff einigen können, was quasi sicher ist, dass wir jedenfalls immer wissen, von welcher Freiheit wir gerade reden. Und eine der geschickten Werbestrategien der Veranstaltung hier von den klugen Menschen von der Max-Weber-Stiftung war, dass sie zwei große Freiheitskonzepte, die negative Freiheit und die positive Freiheit, in diesem schönen Freiheit wovon, wozu formuliert haben. Das sind auf wie viele Worte sind das dann Freiheit? Also auf 3 oder 4 Worte gebracht, ein großes philosophisches Streiten darüber, ob man Freiheit negativ oder positiv definieren soll. Und so hoffe ich, habe ich jetzt jenseits von gnadenloser Vereinfachung ein bisschen gezeigt, was von den ersten Reflexionen der Griechen und in der griechischen Bibel unter Juden, Christen, Muslimen bis heute zu Oxforder Konferenzen mit schlechter Heizung doch durchlaufende Linien in der Freiheitsdiskussion sind. Und damit übergebe ich an Ute. Und die bedankt sich erstmal für diese Tour d'Horizon. Wunderbar, wie von Christoph Markschies nicht anders zu erwarten. Und bei mir wird es etwas prosaischer, denn ich spreche jetzt eher als eine Historikerin, die sich konkrete Freiheitsbewegungen, konkrete Freiheitskämpfe, meistens kollektiver Art anschaut und diese Frage Freiheit wovon, Freiheit wozu, erstmal definiert mit diesem eigentlich, ich mag ihn nicht besonders, den Begriff der negativen Freiheit, denn es klingt so negativ, aber diese Freiheit wovon ist ja eigentlich, seit es die Geschichte gibt, ich meine Karl Marx, die Geschichte von Klassenkämpfen, Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen, zieht sich ja durch und es war nicht negativ gedacht, sondern die negative Erfahrung, dass man eben leibeigen war, dass man überhaupt keine Möglichkeit hatte, sein Leben in irgendeiner Weise auch nur mal ein bisschen selbst zu bestimmen. Von dieser negativen Erfahrung frei zu werden, war ein unglaublicher Antrieb, war ein unglaublich positiver Antrieb. Insofern hadere ich immer so ein bisschen mit dieser negativen Freiheit, Freiheit wovon? Und das Positive ist dann, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meiner Freiheit? Und wenn wir darüber sprechen, darüber werden wir auch sprechen, werden wir sicherlich eine der hoffentlich anwesenden Schülerinnen darauf auch nochmal befragen, die in ihrem Statement auch davon gesprochen hat, dass Freiheit eine Last, eine Bürde sein kann, dass Freiheit Angst machen kann. Diese Offenheit der Freiheit ist auch etwas, was Menschen ja auch in der Tat wiederum selber einschränken kann, sie so belasten kann, dass sie dann vielleicht auch gar nicht so viel Lust auf Freiheit haben können. Also mein erster Punkt ist, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, mein erster Punkt ist, Freiheit ist etwas, was einem nicht geschenkt wird, sondern was man sich erkämpfen muss, historisch. Also das entspricht jetzt nicht so ganz diesem naturrechtlichen Vorstellung, die ja auch in der Französischen Revolution sicherlich nicht das erste Mal, aber das erste Mal so, dass wir alle uns daran erinnern, formuliert worden ist, die Menschen sind frei
Und gleich an Rechten, das ist immer wichtig, geboren, an Rechten, das ist schon die Stoßkraft der Französischen Revolution und der Formulierung der Menschenrechte von 1789. Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, in der wir durch unsere Geburt einen unterschiedlichen Rechtsstatus bekommen haben und damit diesem unterschiedlichen Rechtsstatus auch unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten gewonnen haben. Wenn ich halt das Pech hatte, ich werde als Tagelöhner-Tochter geboren, dann bleibe ich in der Regel auch Tagelöhner-Tochter, heirate später nicht unbedingt nach oben, sondern bleibe in meiner Schicht. Das setzt sich in wie viele Generationen auch immer weiter fort. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man aus der Schicht dann wirklich aus diesem Stand, in dem man geboren wird, herauskommt. Und gegen diese Beschränkung der eigenen Handlungsmöglichkeiten durch einen besonderen Rechtsstatus hat sich die Französische Revolution, haben sich die französischen Revolutionäre erstmal gewandt und haben dagegen diese am Anfang ja eher nur zwei Begriffe und dann später kam der Brüderlichkeits-, der Fraternité-Begriff noch zurück. Aber der erste Begriff ist erstmal Liberté. Wir wollen frei sein von diesen Beschränkungen. Die haben sich noch nicht so viel Gedanken gemacht, wozu sie denn nun eigentlich Freiheit haben wollten. Aber sie hatten schon ihre Vorstellung, denn wenn ich frei sein kann, zum Beispiel meinen Beruf selber zu wählen oder mein Geschäft zu eröffnen und nicht, wer weiß, wie viele Sous da zahlen muss, um jemanden zu bestechen, dass er mir eine Konzession gibt, die mir erlaubt, einen Handwerksbetrieb zu eröffnen oder einen Laden zu eröffnen, dann haben die sich schon auch vorgestellt, dass sie mit dieser Freiheit was Tolles anfangen, nämlich reicher werden, wohlhabender werden, glücklicher werden und. Also dieses Wozu steht sicherlich im Denkhorizont, ist das vorhanden, aber erstmal die Freiheit von Beschränkungen, von rechtlichen Beschränkungen, von politischen Beschränkungen, auch von religiösen Beschränkungen, die vor allen Dingen jüdische Mitbürger hat man sie damals noch nicht genannt, aber jüdische Untertanen dieser Herrschaftssysteme, dieser alten Ordnungen betrafen. Insofern Freiheit weg von den Beschränkungen. Und die Gleichheit, die Egalität, ich glaube, mindestens genauso viele Schattierungen von Vorstellungen von Gleichheit gibt es wie Christoph Marx schießt, die gerade von Freiheit aufgefächert hat. Denn was man sich unter Gleichheit jeweils vorstellt und auch was dann aus dieser Gleichheit folgt, das ist endlos und führt eigentlich dann auch sehr schnell in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, in die man auch als einen Kampf zwischen dem Freiheitsmotiv und dem Gleichheitsmotiv darstellen kann. Ich werde mich, oder fangen wir mal anders an, 1976 hat die CDU in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, einen Wahlkampf geführt, der mir noch sehr, sehr nah ist, in den Ohren klingt, nicht besonders hübsch in den Ohren klingt und auch damals nicht hübsch klang. Das hieß nämlich Freiheit statt Sozialismus. Das war der große Slogan, Freiheit statt Sozialismus. Was bedeutete das? Wer war denn sozialistisch damals? Die CDU wusste das sehr genau, das war nämlich die SPD, die Sozialdemokratie. Und diese Kampagne hat damals unheimlich Furore gemacht. Sie hat der CDU immerhin fast 49% der Wahlstimmen, davon können die heute auch nur noch träumen, eingebracht, aber immerhin noch nicht die Regierung, weil sie dafür einen Koalitionspartner brauchte. Und der Koalitionspartner, es gab nur einen möglichen, das war die FDP, und die hat es nun damals gerade dicke mit den angeblichen Sozialisten, mit der SPD. Aber das war eine absolut perfide, und sie ist auch damals von vielen Menschen als solche bezeichnet worden und nicht nur von SPD-Genossen und Genossinnen, eine absolut perfide Wahlkampfparole, weil man die SPD damit sozusagen in die Richtung des anderen Deutschland geschoben hat, nämlich der DDR, die ja in Berlin ganz, ganz nah war.
Und da man da mit der Ostpolitik der Brandt-Regierung damals, mit der neuen Ostpolitik ohnehin so unzufrieden war und ihr Brandt ja auch vorgeworfen hat, er wäre Verräter und würde sich sozusagen mit den Kommunisten in ein Boot setzen und deren Sache im Westen betreiben, war diese Wahlkampfparole genau auf diesen Vorwurf gemünzt: Ihr seid eigentlich, ihr seid ja schon sozusagen die Sachwalter der DDR in der Bundesrepublik. Was nun aus der sozialdemokratischen Perspektive und auch aus historischer Perspektive absolut absurd war. Und Willy Brandt hat so eine herrliche, das habe ich mir rausgeschrieben, so einen herrlichen Satz dazu gesagt. Augenblick, wo ist er? Die Entweder-Oder-Propagandisten der Rechten, also entweder Freiheit oder Sozialismus, werden es nicht schaffen, Freiheit gegen Sozialdemokratie auszuspielen. Und auch, und das ist jetzt der Punkt, auch die Götzenanbeter auf kommunistischer Seite werden die Bürger nicht täuschen können. Ihr angeblicher Sozialismus, Marke DDR, hat mit Freiheit so viel zu tun, wie der Ochse mit dem Klavier spielen. So, und Brandt hatte mit den Götzenanbetern, damals hatte er nicht unbedingt die DDR-SED-Bonzen vor Augen, sondern er hatte die vor Augen, die im Westen so DDR-Positionen vertraten. Also man hat die damals die dogmatische Linke oder die dogmatischen Marxisten genannt. Das sagt ihnen, ich gucke jetzt immer so in die Jungen, zu den Jungen, das sagt ihnen alles nichts mehr, es ist fast wie der Bauernkrieg für mich, aber das war damals, das waren echt heiße Zeiten. Und ich war 1973, also 3 Jahre vor diesen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik, war ich als Studentin damals in Ost-Berlin und war eine offizielle Teilnehmerin, eine Repräsentantin des Verbandes der deutschen Studentenschaften, also der westlichen, bei einer Veranstaltung, die manche damals schon als Propagandaveranstaltung des Ostblocks bewertet haben. Das hieß die Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Die gab es so seit den späten 1940er Jahren, von der UdSSR ausgehend, wanderten sozusagen durch die Osthauptstädte, und 1973 war die DDR dran und hat ein wirklich wunderbares Fest damals organisiert. Und zu diesem Fest gehörten auch unendlich scharfe Diskussionen. Ich erinnere mich, dass wir am Alex standen, wo man heute ja ganz frei rüberwandern kann, aber dass der Alex voll war mit jungen Leuten. Und wir haben uns die Köpfe wirklich heiß geredet. Und diejenigen, und es ging immer um diese Frage Freiheit oder Gleichheit. Und aus dem Westen, egal wie links, haben wir immer dieses Freiheitsbanner geschwenkt und haben gesagt, Freiheit ist am allerwichtigsten. Ohne Freiheit nützt uns die Gleichheit auch nichts. Und die andere Seite hat genau andersrum argumentiert und hat gesagt, ohne Gleichheit funktioniert Freiheit nicht. Wir können noch so viel Freiheit haben, wenn wir nicht genügend zu essen haben oder wenn wir nichts haben, mit dem wir wenn es uns sozusagen an der basalen Sicherheit mangelt, der sozialen Sicherheit mangelt, wenn wir keine Arbeitsplätze haben und, das war die Litanei immer von der anderen Seite, dann nützt uns eben die Freiheit nicht. Also Gleichheit ist wichtiger. Das Interessante war damals noch, dass diese Gleichheitsadepten, dass das gar keine DDR-Leute gewesen sind. Das waren gar keine Leute von der FDJ oder von der SED, sondern das waren unsere lieben Genossen von der SED oder der DKP aus dem Westen, die den anderen erzählen wollten, wo es lang ging. Aber mich hat ich erzähle das deshalb, weil diese Auseinandersetzung Freiheit oder Gleichheit, was ist, what comes first, was ist wichtiger, ist wirklich eine, die letztendlich die Auseinandersetzung, die auch die Kämpfe des 20. Jahrhunderts sehr, sehr stark bestimmt hat. Und die Position der Sozialdemokratie, um die nochmal reinzubringen, war eben damals, wir machen beides. Kurt Schumacher, der wichtigste sozusagen Politiker, SPD-Politiker nach dem Krieg, der die längste Zeit der NS-Diktatur
Tortur, ja, im Konzentrationslager gesessen hat. Daran hat Helmut Schmidt damals, der Regierungschef war, nochmal erinnert, Kurt Schumacher ist für Freiheit und Sozialismus ins Konzentrationslager gekommen. Und es war keine Alternative für ihn. Und das hat damals zumindest die Sozialdemokratie mit ihrer Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit auch versucht, hier in diesem Land zu implantieren. Und mich hat das, ich fand diesen einen Text, den wir heute bekommen haben, aus der Schülerperspektive so toll. Der ist von Nico. Ich weiß jetzt nicht, wer Nico ist. Nico, das sind Sie. Sie haben, Ihr Text hat mich ein bisschen daran erinnert, an diese Auseinandersetzung zwischen Gleichheit und Freiheit. Denn Nicos Text geht um eine Angel. Und vielleicht haben Sie Lust, hier zu uns zu kommen an diesem Punkt und die Funktion der Angel uns etwas genauer zu erklären. Haben Sie Lust? Ja, den haben wir, den müssten Sie aber noch mal vorlesen, weil, glaube ich, nicht alle, die hierher gekommen sind, den gelesen haben. Und lesen Sie den doch ruhig mal vor. Und erzählen Sie uns dann vor allen Dingen auch, wie Sie auf die Angel gekommen sind. Angeln Sie? Nein, ich angel leider nicht, aber ich würde jetzt einfach erstmal den Text. Okay. Im breiteren Rahmen ist Freiheit die Möglichkeit zur Verwirklichung verschiedener Eventualitäten. Freiheit ist Unabhängigkeit von Umständen. Darunter zu verstehen ist die Abwesenheit von Restriktionen oder Freiheit als Abwesenheit von Unfreiheiten bzw. negative Freiheit, geprägt durch Jesaja Berlin. Derselbe, gestört durch die nonchalante Anwendung des Freiheitsbegriffs seiner Kollegen, war in der Lage, eine Vielzahl von Freiheitsbegriffen zu unterscheiden, unterteilt in positive und negative Freiheit. Abwesenheit von Restriktionen ist essentiell für die Verwirklichung von Möglichkeiten. Freiheit als potenzielle Fähigkeit zum Handeln. Abwesenheit von Restriktionen ist zwar schön und gut, aber um eine Eventualität in die Realität umzusetzen, braucht man mehr als die Abwesenheit von etwas. Man braucht die Anwesenheit von Katalysatoren, die Willen in Taten umsetzen. Ein Beispiel. Man kann noch so sehr auf sein Recht im See fischen zu dürfen. Super, danke sehr. Wenn man keine Angel hat, steht man dumm da. Die Angel in diesem Beispiel ist ihrerseits essentiell, um einen Willen in die Tat umzusetzen, um positive Freiheit zu haben. Also erstmal bin ich natürlich total glücklich. Der Jesaja Berlin hat in dem College gelebt, in dem nicht geheizt wird und ich diese wunderbare Erkältung bekommen habe. Schon deswegen mussten Sie hier aufs Podium kommen. Ich würde mal gerne eine Frage stellen, damit wir möglichst zu dritt ins Gespräch kommen können. Ist jemand, der am See steht und sich das Angeln vorstellt und ihm läuft das Wasser im Mund zusammen von einem wunderbaren Fisch, er hatte aber keine Angel, Ihrer Ansicht nach nicht frei? Das würde ja bedeuten, also ich spitze das mal ein bisschen zu, das würde bedeuten, dass zum Beispiel jemand, der nicht angeln kann, weil er keine Arme hat, also wir sind aufgewachsen in den Kontergan-Geschichten, setzt Freiheit einen bestimmten materiellen Reichtum voraus, dass ich mir eine Angel kaufen kann oder leihen kann und eine bestimmte körperliche Fähigkeit? Oder kann ich auch als jemand, mal sehr pointiert formuliert, der in einer Petrischale ein reines Gehirn ist, also der sozusagen sich nur noch vorstellen kann, dass er angelt, ist der frei? Naja, das ist ja jetzt erstmal eine Suggestivfrage. Also faktisch gesehen kann jemand, der keine Arme hat, nicht angeln. Aber man kann vielleicht nicht nur in positive und negative Freiheit unterscheiden, sondern vielleicht auch in innere und äußere. Also es liegt, würde ich sagen, eine gewisse Freiheit darin, als Mensch die Einstellung
zu wählen, mit der man dieser Situation entgegenblickt. Also ich rede jetzt aus einer sehr privilegierten Situation, aber wenn ich aus irgendeinem Grund auch immer nicht in der Lage bin zu angeln, am See stehe, mir vielleicht das Geld fehlt für eine Angel, dann kann ich trotzdem noch quasi meine Haltung zu dieser Situation wählen. Ich kann anerkennen, ich könnte etwas dafür tun, um meine Angel zu holen. Ich könnte vielleicht anerkennen, dass ich in einem System lebe, das es normalen Menschen nicht ermöglicht, vielleicht eine Angel zu kaufen. Und genau, ich glaube, das war Ihr erster Punkt mit, sind Menschen von Natur aus frei? Ich glaube, eher darin ist diese Freiheit gedacht, diese Freiheit der Natur des Menschen, dass man sagt, Menschen sind in der Lage, ihre Einstellung zum Schicksal zu wählen. Haben Sie denn, ich hatte den Eindruck, dass meine Einführung Ihnen überhaupt nicht behagt hat, als ich so sagte, ich sehe in der Angel so ein bisschen eine Verbindung zu dem Argument, man braucht auch, um frei zu sein, um frei handeln zu können, gewisse Ressourcen, eine Abwesenheit von Not, eine Anwesenheit von Anreizen, aber auch materiellen Möglichkeiten, um diese Freiheit dann auch wirklich auskosten zu können. Und da schien mir die Angel sozusagen reinzupassen. Aber Sie haben so, Sie wirkten in dem Moment so nach dem Motto, wow, wohin bringt sie mich jetzt? Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Oder sehen Sie Verbindung? Sehen Sie doch Verbindung? Also ich sehe definitiv, ich war überrascht. Okay. Ich hoffe, ich war nicht unhöflich. Also ich wollte Sie jetzt auch nicht auf die Seite des Sozialismus, das ist ja ohnehin in der Form nur noch, wo gibt es den vielleicht noch, in Nordkorea, ne? Schieben, sondern einfach nur dieses Spannungsverhältnis nochmal beleuchten, dass sozusagen sowas wie eine abstrakte Freiheit, das ist ja auch etwas, was in ganz, ganz vielen der Schülervoten auftauchte, sozusagen mit einer abstrakten Freiheit, die kann man sich ja fast gar nicht so, ja vielleicht kann man sie sich noch vorstellen, aber sie ist nicht sozusagen lebenstauglich. Um wirklich frei zu sein, braucht es ja eine Menge von anderen Sachen. Ich weiß nicht, ich würde immer versuchen, dass, so habe ich Ihren Text verstanden, dass man beiden sein jeweiliges Recht geben muss. Dietrich Bonhoeffer sitzt im Gefängnis in Tegel und ist ganz gewiss äußerlich überhaupt nicht frei. Da gibt es einen Schließer und der Mensch weiß, wenn die Dokumente hier im Keller dieser Staatsbank finden, dann ist auch klar, dass der ein Verschwörer ist und dann kann er sich ungefähr ausrechnen, was passiert und das ist dann auch passiert. Und er schreibt ein Gedicht Stationen auf dem Wege zur Freiheit und versucht intellektuell zu bewältigen, dass die höchste Freiheit unter Umständen in der Gefängniszelle sein kann. Und ich finde immer, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Also das, was du als einen Kampf beschrieben hast, dass man für Freiheit kämpfen muss. Denn man könnte das mit der Gefängniszelle ja umdrehen und daraus machen, riecht euch nicht auf, Leute, in der Gefängniszelle, auch da kann man frei sein. Nee, so geht das natürlich nicht. Also die Freiheit, dass wir uns in der Gefängniszelle als frei fühlen und denken können und die andere Freiheit, dass wir eine Angel brauchen, um den Fisch auch angeln zu können, das finde ich gehört genauso zusammen wie die Alternative zwischen Freiheit erkämpfen müssen und Freiheit ist geschenkt. Ich musste die Freiheit mir erkämpfen, dass ich abends nach 10 nach Hause kommen durfte als Westberliner Schüler. Natürlich nicht heute. Und mein Bruder bekam die Freiheit geschenkt. Da waren meine Eltern glücklich, wenn er überhaupt noch nach Hause kam. Also sozusagen, da ist geschenkte Freiheit und erkämpfte Freiheit in einem Brüderpaar zusammengekommen. Und so finde ich immer, ist das Interessante, die Freiheit hat sehr, sehr unterschiedliche Aspekte. Und man beschreibt sie gut, wenn man sie unterscheidet und nicht gegeneinander abwertet. Also das haben Sie ja in Ihrem Text auch gemacht. Man kann das so beschreiben und man kann es so beschreiben. Man kann auch im Gefängnis in Tegel als Dietrich Bonhoeffer, also ohne die Hoffnung darauf, dass man jemals wird wieder eine Angel in die Hand bekommen und irgendwie, weiß ich nicht, im Grunewald, im Herthasee einen Fisch angeln können bei den Eltern.
auch ohne das kann man frei sein. Und das ist vielleicht sozusagen das höchste Geschenk der Freiheit, denn die innere Freiheit kann einen ja dazu anstacheln, für die äußere zu kämpfen. Also wenn ich jetzt im Gefängnis bin, du hattest Schumacher erwähnt, dann werde ich mich für den Rest meines Lebens radikal für die Freiheit der anderen einsetzen. Und so kann das zusammenhängen. Sie wollen aber was sagen. Tun Sie das. In dem Sinne könnte man Freiheit vielleicht sogar als, also erwächst aus der Freiheit vielleicht sogar eine Verantwortung sozusagen. Also aus der Freiheit, dass man eben Privilegien genießt oder sowohl positiver als auch negativer Natur, könnte man dafür kämpfen, dass eventuell positive und auch negative Freiheit gleicher verteilt ist oder mehr Leuten zugutekommt. Sei es jetzt im Fall von Bonhoeffer oder ja, anderen Menschen. Aber vielleicht ist das Stichwort, nicht aber, das Stichwort Verantwortung, Nico, was Sie jetzt gebracht haben, könnte jetzt der Punkt sein, wo wir Paul zu uns bitten, denn er hat in seinem Statement ja von dieser Verantwortung gesprochen, die auch dazu führen kann, dass man selber, ich gebe Ihnen hier, bitte sehr, dass man selber in einer bestimmten Situation auf Freiheit verzichtet. Möchten Sie das vorlesen oder Paul, ausführen? Lesen Sie mal Ihren Text vor. Gerne. Freiheit ist eine allumfassende Idee, ein Begriff, der weder vollkommen definierbar ist, noch ein quantifizierbares Gut. Dennoch ist es nahezu universell von jedem Menschen angestrebt und hat eine zentrale Rolle im Selbstverständnis zahlloser demokratisierter Nationen angenommen. Dieses Streben gehört gerade in dem eurozentrischen Verständnis zum anerkannten Konsens. Nicht zuletzt, weil es in unserem geteilten kulturellen Kanon eine derart wichtige Rolle eingenommen hat. Betrachtet man zum Beispiel unsere Geschichte, so geschieht dies meist im Kontext der Freiheit. Wir untersuchen den Ursprung der Demokratie, betrachten Tyrannei und Unterdrückung des Mittelalters und verfolgen gespannt die Französische Revolution und die Entwicklung hin zur Demokratisierung Europas. Betrachten wir unsere Vergangenheit, betrachten wir also die Entwicklung unserer Freiheit und die Unterdrückung dieser. Ob bewusst oder nicht, Freiheit ist also eines unserer höchsten ideologischen Güter. Trotz aber dieser immensen Bedeutung ist Freiheit ein derart weit umfassender Begriff, der alles von Selbstverwirklichung bis hin zu politischer Freiheit und wirtschaftlicher Ideologie einschließt. Ohne eine einheitliche Definition zu bieten, so mag die Idee von Freiheit zu und Freiheit von zwar rational erklären, was Freiheit dieser bedeuten kann, sie vermag aber weder die Faszination, die den Begriff für uns Menschen ausübt, noch dessen Komplexität ansatzweise zu greifen. Es ist zu beobachten, dass Freiheit den Rahmen des Bilateralen weit überschreitet. Freiheit meint mehr als die Möglichkeit, selbst zu entscheiden oder von Einschränkungen befreit zu sein. Freiheit ist häufig definiert nach eigenen Ideologien und Wünschen und Abwägung eigener Interessen. Das verdeutlicht zum Beispiel die Covid-19-Pandemie und die darauf bezogenen Proteste. Es gab viele, die ihre Freiheit unter den Quarantäneregelungen eingeschränkt sahen, die frei sein wollten zu gehen, wohin sie wollten und frei von Maskenregulierung leben wollten. Andere wählten sich von Gesetzen einschränken zu lassen, weil sie wissen, dass alle gemeinsam davon profitieren. Es sind eben diese Situationen, die zeigen, dass Freiheit auch heißen kann, auf Uneingeschränktheit zu verzichten. Wir wählten im Sinne unserer und der Gesundheit derer um uns herum. Sehr richtig. Ich bin nur in der Zeile verrutscht, deswegen bin ich gerade verwirrt. Um diese Freiheit einzuschränken. Die Abwägung eigener Prioritäten ist aber tieferreichend als nur ein hyperspezifisches Beispiel. Freiheit ist nicht einfach eine theoretische Ja- oder Nein-Entscheidung. Freiheit definiert uns als Menschen, ist geprägt von unseren Prioritäten und Ideologien und wirkt nicht nur in politischen Theorien, sondern auch in unserem alltäglichen Leben. Meine Güte, ist viel zu lang. Vielen Dank. Entschuldigung, das ist ja Ihr Text.
Jetzt sind darf ich nur mal nachfragen? In jedem Fall. Paul, haben Sie in Ihrer eigenen Familie, in Ihrem Umkreis diese Diskussionen geführt rund um diese Pandemie? Also gab es Menschen, die sich ganz radikal sozusagen für ihre eigene Freiheit eingesetzt haben und andere, also fanden solche Diskussionen am Familientisch oder bei Oma und Opa oder im Freundeskreis statt? Oder ist es eher eine abstraktere Überlegung gewesen? Naja, nicht direkt. Also rein sachlich war jetzt bei uns, in meiner Familie und am Familientisch niemand, der insofern den Protesten direkt zugestimmt hat oder so. Aber wir haben trotzdem über eben diese Themen geredet. Und ich glaube, das ist ein großer Aspekt von eben Freiheit und diesem gesamten Konzept, dass man sich darüber unterhält, selbst wenn man eben nicht direkt irgendwie daran beteiligt ist. Also wir reden ja auch beispielsweise über Freiheit im Iran und so, auch wenn wir jetzt als Personen nicht im Iran leben. So, ich glaube also, dass eine derartige Debatte nicht unbedingt direkt von solchen Personen einzig und allein geführt wird. Aber es war sicherlich die Debatte, die, wenn man jetzt die Freiheit statt Sozialismus wirklich mal Geschichte sein lässt, was mir immer schwerfällt, dass die Ihre Generation oder überhaupt diesen Freiheitsbegriff nochmal wirklich hier auch in die öffentliche Debatte eingebracht hat. Was bedeutet eigentlich Freiheit angesichts der unterschiedlichen Meinungen, die im Umgang mit dieser Covid-Pandemie ja hier da war und wo sich auch die Positionen im Bundestag, aber auch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft massiv widersprochen haben, also bis heute ja. Und man hat das Gefühl, sogar heute noch besonders stark, denn wenn man mal in eine Bahnhofsbuchhandlung reingeht und sieht, was dort an Bestsellern zum Mitnehmen, also natürlich erstmal bezahlen und dann mitnehmen, ausliegt, dann ist das unsere Sünden, der große Sündenfall gegenüber den Ungeimpften und was wir alles falsch gemacht haben und wie furchtbar diese Zeit war, durch die wir hier gehen mussten. Da wird also auch nochmal nachträglich eigentlich eine Kampfdebatte geführt, die meiner Erinnerung nach wirklich so in den letzten 50 Jahren hier in der Bundesrepublik gar nicht mehr geführt worden ist. Ich fand an Ihrem Text ein Wort, hat mich besonders aufgeregt und angesprochen, nämlich das Wort Uneingeschränktheit. Weil ich glaube, würde mich interessieren, ob Ute das auch so sieht, unsere Generation lebte in einer Welt, in der Uneingeschränktheit und Freiheit ganz eng verkoppelt waren. Also wenn ich darauf gucke, was im 20. Jahrhundert medizinisch erreicht wurde, also wie viel Einschränkungen durch Therapieerfahrung, Therapieeinfälle, medizinischen Fortschritt entfernt wurden. Man könnte ja auch, wenn man etwas böse ist, sagen, auch manche Vorstellungen vom Sozialismus waren, Uneingeschränktheit herzustellen, Wohlstand für alle. Und also sozusagen das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert, in dem, also sozusagen, ich versuche gerade zu sagen, die in der Corona-Krise auf Freiheit als Uneingeschränktheit gesetzt haben, haben im Grunde was gemacht, was, obwohl viele unter uns das verwundert hat, was ganz nahe lag. Sie haben Freiheit als Uneingeschränktheit beschrieben. Und das liegt hier auch sehr nahe. Und vielleicht ist die große Erfolgsgeschichte von Freiheit im 20. Jahrhundert. Bei der Oxforder Konferenz gab es so wunderschöne Farbgrafiken. Wie viele Länder werden frei? Und da sieht man eben, werden liberale Demokratien eingeführt, Parlamente eingeführt. Also das schöne, satte Blau dieser Farbgrafiken breitete sich immer aus. Und jetzt merken wir, und die Pandemie war wie so ein Ausrufezeichen, dass wir uns daran gewöhnen müssen, Freiheit mit Einschränkung zu verbinden. Da gibt es Klimakrise. Also ganz viele Leute, die nicht mehr, das muss man ja jetzt alles nicht wiederholen, die da nicht mehr leben können, wenn sich die Erde erwärmt. Also sollen nur die sich einschränken oder müssen nicht auch wir uns einschränken? Und wie man jetzt koppeln kann, Freiheit und Einschränkung, das finde ich das Aufregende an Ihrem eigenen Text. Dietrich Bonhoeffers erste Station auf dem Wege zur Freiheit klingt total altmodisch, da merkt man, dass das ein Text aus den 40er Jahren ist, lautet Zucht.
nicht das Beliebige tun, sondern das Rechte tun und wagen, also sich für was entscheiden, meint also sich einschränken. Die Frage ist, wollten Sie uns das anraten, uns mit den Einschränkungen in der Freiheit zu beschäftigen? Oder habe ich das jetzt einfach alles reingelesen, weil mich das gerade beschäftigt? Also ich würde jetzt, also ich glaube, da haben Sie nicht allzu viel reingelesen. Logischerweise ist das mein Text von unterschiedlichen Leuten anders immer interpretiert. Aber ich glaube, mein Fokuspunkt kam eben aus meiner eigenen Erfahrung. Wie da drüben steht, ich sitze im Rollstuhl und habe dementsprechend auch eigene Einschränkungen insofern. Und trotzdem betrachte ich Freiheit und meine eigene Freiheit irgendwie eigen. Also ich sehe mich selbst nicht als unfrei, nur weil ich im Rollstuhl sitze. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der meinen gesamten Text angetrieben hat, dass wir eben trotz sozusagen der Idee von Eingeschränktheit trotzdem noch Freiheit erzielen können und wollen. Und dass wir das trotzdem immer noch im Kontext eben dieser Freiheit auch sehen können. Also um das jetzt nochmal einen Bogen auch zu Ihrem Punkt zu führen, ich glaube, dass Uneingeschränktheit nicht automatisch Freiheit ist. Also logischerweise trägt Freiheit eine Menge von Uneingeschränktheit mit sich und eben die Möglichkeit zu entscheiden und so weiter und so fort, das hatten wir ja schon. Aber ich glaube gleichermaßen, dass eben Freiheit auch je nach Individuum und je nach Definition auch bedeuten kann, Kompromisse einzugehen und eben einen eigenen Weg irgendwo zu gehen. Ein Satz, mit dem ich aufgewachsen bin, war, ja klar, es ist Rosa Luxemburg, aber es sind auch noch ganz viele andere, die in die Richtung gedacht haben, sozusagen meine Freiheit endet dort, wo meine Freiheit die Freiheit der anderen bedroht. Oder man kann es anders formulieren, meine Freiheit endet dort, wo meine Handlung, die ich als freie, unbeschränkte vollziehen würde, jemandem anderen Schaden zufügt. So. Das schien mir immer sehr einleuchtend. Ich bin jetzt immer, und du hast die Klimakrise jetzt schon erwähnt, ich werde immer stärker irritiert über mich selber, wenn ich mir angucke, was das letztendlich bedeutet, nicht nur für die Menschen, die Art zu leben, die Art zu wirtschaften, die Art, unsere Freiheit zu genießen auch zum Teil, was das bedeutet, nicht nur für die Menschen, die irgendwo im Pazifik auf einer Insel leben, die demnächst überspült wird, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Also nicht nur sozusagen für diejenigen, die jetzt gerade um mich herum sind, denen ich nicht schaden möchte, indem ich irgendwie mit 200 über den Kudamm fahre. Hätte gar nicht so ein Auto, was so schnell fahren würde, aber sondern für ihre Generation und vielleicht eher noch für die Generation, die noch danach kommen wird und was für eine Welt wir der überlassen, mit unserer enormen Freiheit alle möglichen Ressourcen zu verbrauchen und durch die Welt zu jetten und zu ernähren, wie wir das halt gewohnt sind und wie wir das als unser gutes Recht betreiben. Und da ist, finde ich, da kommt dieser Freiheitsbegriff, selbst wenn man ihn als Eingeschränkten, als Selbstbeschränkten schon beschreibt, mit der Rücksicht auf andere. Man kann auch sagen, das ist ja letztendlich auch das, was mit der Fraternität gemeint war, mit der Solidarität füreinander, mit dem einander füreinander einstehen. Nicht nur, ich bin frei, ich bin gleich. Nein, ich bin auch schwesterlich oder brüderlich und habe den anderen Mitmenschen vor Augen und tue ihm nichts Böses, beziehungsweise versuche sein Wohlsein in meine Denke und mein Handeln einzuintegrieren. Das ist ja damit schon gemeint. Aber was bedeutet das letztendlich für das Vermächtnis, was wir sozusagen unsere Generation, die Generation, die hier auch überwiegend sitzt, mit ihrer Generation und den danach kommenden verbindet. Was denken Sie darüber? Ja, ich finde, Freiheit ist auch immer ein sehr elegantes argumentatives Mittel. Also bei der Corona-Pandemie, also bei der Pandemie wurde es ja auch angesprochen, beide Seiten haben sich als Freiheitskämpfer inszeniert, mehr oder weniger. Die einen haben für die Freiheit der Minderheit argumentiert und gesagt,
wir müssen uns einschränken, denn wir gefährden die Freiheit und das Leben dieser Menschen. Und die andere Seite hat auf ihr persönliches Recht bestanden, keine Maske tragen zu dürfen oder ohne weitere Restriktionen in den Supermarkt gehen zu können. Und für die Freiheit argumentiert man beziehungsweise gegen das Tempolimit und damit man immer noch mit 200 über die Autobahn fahren kann. Und für die Freiheit ist man in den Irak einmarschiert. Also ja, deswegen Freiheit kann auch, also beziehungsweise als argumentatives Mittel missbraucht werden. Ja, beziehungsweise, also man kann das noch ein Stück schärfer formulieren. Von Anbeginn, von den Griechen, hat der Freiheitsdiskurs die eine Seite, dass die Oberschicht erklärt, Freiheit gibt's nur, wenn die Oberschicht das tun kann, was sie tun will. Andere haben überhaupt gar keine Freiheit. Und dann gibt's dieses zweite Freiheitsmodell, Freiheit gibt's nur in der Bindung. In der selbstgewählten Bindung. Also meine höchste Freiheit ist, dass ich mich entschließe, die unendliche Fülle von Möglichkeiten für diesen Abend so zu nutzen, dass ich sie mit Ihnen hier und mit dir verbringe. Und diese Ambivalenz kriegt man aus dem Freiheitsbegriff nicht raus, weil sie Tausende von Jahren alt ist. Freiheit unter der Überschrift, es geht um mich, und man könnte die Freiheitsgeschichte, die wir normalerweise immer so freundlich rekonstruieren, natürlich ganz böse rekonstruieren und könnte sagen, eine europäische Minderheit erkämpft sich all die Rechte auf Kosten des Restes der Welt. Genau, alte weiße Männer erkämpfen sich Rechte, da brauchen wir gar nicht ausführlicher verhandeln. Also sozusagen, es ist nur klar, diese unterschiedlichen Freiheitsformen werden immer miteinander ringen. Und wie ich das am Anfang gesagt habe, also Sie können eine Abstimmung machen und die klärt das. Entscheidend finde ich, dass wir in den demokratischen Staatssystemen Mechanismen geschaffen haben, dass gegen eine Ausbreitung eines dieser Freiheitssysteme etwas unternommen werden kann. Also das sozusagen unter der Überschrift, du musst dich aber binden, dieses Bindungsrecht Leuten wie eine Bratpfanne auf den Kopf geschlagen wird, oder umgekehrt dieses, es geht um meine Freiheit und ich darf doch auch 200 fahren. Dieses wird in einer guten Gesellschaft, die die Freiheitsrechte aller schützt, auch in ein bestimmtes System, auch juridisches System gebracht. Jetzt wollen Sie aber vermutlich auch, dass nicht nur wir hier vorn reden, sondern Sie möchten auch gern reden. Hier stehen Menschen mit Mikrofon, und wer möchte uns eine Frage stellen oder etwas ergänzend bemerken? Hallo, Test, ja, funktioniert. Ich hab mich gerade günstig nach hinten gesetzt, ne? Guten Abend. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich... Sie müssen direkt ins Mikrofon reinsprechen. Ich glaube, ist das an? Können Sie alle hören? Gut. Also ich bin Dr. Siepe, ich arbeite auf dem Gebiet der Rechtsphilosophie und bin Jurist und habe natürlich massives Interesse an Ihren Fragestellungen. Jetzt habe ich das natürlich jetzt so ein bisschen von der theologischen Seite gehört, aber ich habe auch den Immanuel Kant, den Sie wohl wissend ganz zu Anfang mal ausgespart haben, an seinem Sargdeckel kratzen hören, als Sie gesagt haben, also ChatGPT und jetzt der Freiheitsbegriff definiert. Meine Frage ist jetzt ganz konkret, inwieweit sehen Sie Abweichungen, Sie kommen ja auch von der Antike, über Aufklärung denke ich, vom kategorischen Imperativ, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kann, was ich so in den letzten Diskussionsphasen herausgehört habe. Inwieweit geht Ihr Freiheitsbegriff darüber hinaus, beziehungsweise wird er erweitert durch Ihre Fragestellung, oder
mit Hannah Arendt Recht, Rechte zu haben, da kommt der Jurist ein bisschen durch bei mir, inwieweit würden Sie sagen, ist der Freiheitsbegriff, den Sie jetzt so ein bisschen besprochen haben, eingeschränkt? Jetzt wollen Sie ja keine Vorlesung von mir hören, deswegen versuche ich mal ganz kurz zu antworten, na, vielleicht ein andermal in diesem Theater. Mir ist wichtig bei hoher Verehrung für Immanuel Kant, dass wir die Denk- und Erfahrungsgeschichte, auch politische Erfahrungsgeschichte der seither vergangenen über 200 Jahre nicht ausblenden. Und das bedeutet, ich finde interessant, sich die Frage zu stellen, sehr viel stärker, wie muss eine Gesellschaft beschaffen sein, damit sie individuelle und kollektive Freiheitsrechte möglichst gut sicherstellt? Das ist so, würde ich denken, die große Frage des 20. Jahrhunderts. Die große Frage des 21. Jahrhunderts ist, wie muss eine Weltgesellschaft beschaffen sein, damit nicht nur ein Teil der Weltgesellschaft seine Freiheitsvorstellungen in gesellschaftliche und staatliche Existenzformen bringt. Und Ute Frevert hatte am Anfang so schön diese Dialektik von Kämpfen und Schenken. Ich bin aber gleichzeitig auch noch wie Kant der Auffassung, dass wir das ganz, ganz große Glück haben, dass uns Freiheit auch geschenkt wird, wenn wir sie zu Teilen gar nicht erkämpft haben. Also das ist so eine Erfahrung von vor 30 Jahren. Also dass die Freiheit nicht nur denen geschenkt wurde, die in den Bürgerbewegungen zum Teil ja unter großem Einsatz, sondern auch denen, die einfach ganz brav in ihrem Dorf saßen und gar nichts gemacht haben. Und diese Dialektik aus Erkämpfen und Schenken, die spornt einen an, wenn man faul ist, und tröstet einen, wenn alle Arbeit und alles Kämpfen keinen Sinn hatte. Ja, danke. Lassen Sie mich ganz klein anfangen, und zwar, ein Kind weiß nicht, wie viel Freiheit es hat. Und ein Erwachsener sollte man annehmen, dass er Freiheit erkennt und einschätzen kann. Einfach simpel ganz unten. Und dann komme ich in diese Erwachsenenphase von Menschen, und davon kenne ich viele, habe ich in meinen letzten vielen Jahrzehnten viel erlebt, die durch die Sozialisation Entwicklungsschübe bekommen, was ihre Persönlichkeit angeht, was ihren Genius angeht, wo sie sagen können, sie können sich davor auch nicht retten und zurückhalten. Sie entwickeln sich und sie erlernen und erfahren plötzlich einen Durchblick über ihre eigene Heimatgesellschaft und können nicht verhindern, dass sie anstößig werden. Rechtsanstößig, weil wir hier eine Rechtswissenschaftlerin haben, auch sicherlich noch mehr. Ja, weil sie den Durchblick auch durch die beheimatete Gesellschaft, durch die Strukturen, die durchsichtig sind, die man nur im Wirken erfährt, wenn sie mal Wirkung zeigen und damit sich transparent machen. Und solchen Menschen muss man eine Antwort geben, wie sie sich da verhalten. Denn sie werden relativ schnell, wenn sie diesen Entwicklungsprozess, den wollen sie auch, den können sie sich nicht anhalten übrigens, weil er auch gesundheitsschädigend sein würde, sie wissen, den nicht unter Kontrolle zu bringen. Und sie wissen auch nicht, wohin, weil es gibt keinen Ort dafür. Fangen Sie nicht mit Kirche an, das können wir vergessen. Die müssen wohin mit diesem Durchblick, durch diesen Erkenntnisständen, die sie da haben. Ja? Und die machen sie entweder selber fertig. Ich verstehe, warum sich manche radikalisieren. Das Thema Binden können wir da abhaken. Ich glaube, Bindung und Kollektivieren und Gemeinschaft bringen gut ist vielleicht ein Rückhalt. Aber nein, ich glaube, diesen einzelnen Personen muss in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen in modernen Gesellschaften was geboten werden. Ich wüsste gerne, wo Sie glauben, wo sich solche Menschen hinbegeben sollen. Ich habe schon den Eindruck, dass unsere Gesellschaft unglaublich freigebig ist mit Gesprächsangeboten, mit Möglichkeiten, sich zu Wort zu melden. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo
gesungen wurde, aber die Gedanken sind frei, oder die Forderung gestellt wurde, hier geben Sie Gedankenfreiheit. Gedankenfreiheit, mein Gott, wir sind viel, also an dem Punkt in der Tat viel, viel weiter. Und sodass ich jetzt nicht unbedingt einen Mangel an Gesprächsmöglichkeiten, an Austauschmöglichkeiten, vielleicht sogar, ich weiß jetzt nicht, wie pathologisch oder pathologisierend die Situation ist, von der Sie schreiben, von der Sie berichten, möglicherweise sogar Beratungsangebote es gibt. Also ich nehme unsere Gesellschaft schon als eine wahr, die für immer mehr Probleme und auch anstoßnehmende Haltungen ein offenes Ohr hat, solange dieser Anstoß in einer respektvollen und gewaltfreien Form geäußert wird. Das ist die Bedingung dafür, dass wir alle miteinander reden. Wenn diese Grundbedingung für Kommunikation nicht erfüllt ist, dann würde ich sagen, schießen sich diese Personen dann selber ins Aus. Aber das ist dann, auch dafür gibt es sicherlich wiederum gesellschaftliche Angebote, sie wieder hineinzuholen. Also das wäre jetzt meine ganz konkrete Antwort. Ich habe noch eine Sache im Kopf, und zwar gab es eine Schülerin mit Namen Rosa. Rosa. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so direkt jetzt anspreche, aber in Ihrem Text haben Sie ganz stark von der Angst vor der Freiheit gesprochen und haben das sogar, wenn ich das richtig erinnere, nicht nur so als eine abstrakte Idee eingebracht, sondern auch eine sehr konkrete oder eine sehr persönliche Angst geschildert. Mögen Sie dazu uns noch etwas sagen? Ja, also tatsächlich die Inspiration stammt von einem Buch, was ich gelesen habe, und zwar Der Richter und sein Henker, und von Richterin war es sehr bekannt. Und da stand ein Satz, und zwar, wir können gut oder böse sein und das Zufall entscheidet, und Böses ist Ausdruck einer Freiheit. Und das fand ich sehr interessant, also dass die Freiheit uns auch, also wenn wir eine sehr extreme Freiheit haben, dass diese uns auch dazu verleiten kann, Böses zu tun, dass wir zu beidem fähig sind und ich kann das machen, aber auch das. Und in einem gewissen Zustand wird mich nichts mehr dazu hindern. Das ist eine sehr extreme Vorstellung von Freiheit, aber ja, und dann hatte ich auch noch, also dass wir Menschen wahrscheinlich alle Angst haben vor Freiheit und dass ich, also zum Beispiel überall sieht man ja Grenzen, sogar in unserer Sprache gibt es Grenzen, es gibt Regeln. Wir sind an diese Grenzen und Regeln gebunden, wir wollen sie und brauchen sie. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, aber was ist, wenn wir uns diese Grenzen und Regeln wegdenken? Wofür brauchen wir sie? Brauchen wir sie vielleicht, weil wir ohne sie zu etwas fähig sind, zu was wir nicht fähig sein wollen? Und ja, das war so mein Gedankengang. Ja, vielen Dank. Ich fand das, es hat mich sehr, sehr angerührt, weil man das eben auch sofort sozusagen nicht nur als einen philosophischen Gedanken oder lebensphilosophischen Gedanken bezeichnen kann, sondern durchaus auch als einen historischen. Also darf ich auch einmal in die Ideengeschichte sozusagen zurückgehen. Von Thomas Hobbes stammt ja diese Vorstellung eines Naturzustandes, in der jeder Mensch des anderen Wolf ist. Das kennen wir alle noch aus der Schule. Und deshalb sagt Hobbes dann, um aus dieser Art des Naturzustandes, einer vollkommenen Freiheit, aber einer Freiheit auch den anderen zu vernichten, also das, was Sie mit dem Bösen meinen, um aus diesem Naturzustand herauszukommen, müssen wir uns als Kollektiv Gesetze geben. Beziehungsweise er sagt dann, ja, wir suchen uns eigentlich einen aus, der uns diese Gesetze gibt, und weil wir als Gruppe gar nicht so sehr dazu in der Lage sind, aber dieser Leviathan, der wird das dann für uns machen. Also der absolute absolutistische König, den er da sich vor Augen hatte. Und dann, um nochmal Immanuel Kant reinzubringen,
der ja diese Vorstellung von Ordnung auf eine sehr viel breitere Basis gestellt hat und alle ehemaligen Untertanen, die er sich dann als Bürger eines Staates, einer freien Gesellschaft vorgestellt hat. Von Frauen reden wir jetzt nicht, wir reden auch nicht von Tagelöhnern, mussten alle selbstständig sein. Also da wird immer ganz viel ausgeschlossen auch, müssen wir auch immer noch mitdenken. Aber die anderen, diese freien alten weißen Männer, die dann da diese freie Gesellschaft bildeten, das sind die Mitgesetzgeber. Die brauchen keinen absolutistischen Fürsten mehr, sondern sie selber geben sich ihre Gesetze, sind Co-Autoren sozusagen der Gesetzbücher. Und das ist dann ja letztendlich die Einladung auch an eine liberale Gesellschaft, die sich wirklich diese Regeln, von denen Sie sprechen, die auch Sicherheit verbürgen, Sicherheit vor dem Machtmissbrauch, Sicherheit vor Aggressionen, dass diese und selbst ja, im Völkerrecht, was sie wert sind, erleben wir gerade wieder, aber schon mal gut, dass es sie wenigstens aufgeschrieben gibt, dass wir diese Regeln uns selbst setzen und nicht vorgesetzt bekommen. Das ist sozusagen der Kern von Freiheit. Nämlich der Wunsch nach Selbstbeschränkung. Mich hat das ganz lustig, wie verschieden man auf Texte reagieren kann. Mich hat Ihr Text auch sehr beeindruckt, und zwar wegen der Kombination von Freiheit und Sicherheit. Also Freiheit ist ganz, ganz herrlich, wenn die Alternativen klar umrissen und sicher sind. Also wenn sozusagen, Sie haben das ja ein bisschen ausgedrückt, also wenn klar ist, was gut und böse ist. Wenn klar ist, welche Konsequenzen ich zu gewärtigen habe. Und das Interessante und vielleicht eben auch nicht nur schwierige, sondern schreckliche an der Entwicklung der Gegenwart ist, dass die Unsicherheiten sich immer mehr steigern. Das könnte man jetzt durchdeklinieren, der gesellschaftliche Konsens darüber, ob es böse ist, Leben an einem bestimmten Punkt zu beenden. Oder nicht zu beenden, ist einem Pluralismus von Meinungen gewechselt. Also Sie stehen an der Herz-Lungen-Maschine, stellen wir jetzt die Oma ab, ja oder nein? Und diese Entscheidung, also die Freiheit dieser Entscheidung, den Schalter abzustellen als Ärztin, wenn die Verwandten das wollen oder wenn die Verwandten überlegen, sollen wir das jetzt machen, wird unter Bedingungen ganz, ganz großer Unsicherheit getroffen. Politische Entscheidungen. Also natürlich hatte die Kanzlerin Merkel eine bestimmte Freiheit, Entscheidungen zu treffen, hat sie in großen Unsicherheiten getroffen und war zu Teilen überrascht, was rausgekommen ist. Und man kann der Freiheit nicht entkommen. Eigentlich ist das ja ein schöner Satz. Das wollten die ja alle. Also die Freiheit haben, sich zu entscheiden. Und dass man jetzt irgendwie die Vorstellung hat, das wäre aber besser, wenn wir uns nicht entscheiden müssten. Wenn die alte Sicherheit wieder zurückgekommen ist. Wir hatten in Oxford eine riesige Diskussion, weil ein bekannter Historiker, Timothy Schneider, gesagt hat, Freiheit gibt es nur mit Sicherheit. Haha, das wäre schön. Also wie wir Freiheit nicht nur in dem, was Sie gesagt haben, also sozusagen in der Beschränkung, in dem Abschied vom Ideal der Unbeschränktheit realisieren können, sondern wie wir Freiheit unter Bedingungen totaler Unsicherheit realisieren können, ohne dass wir Angst davor haben müssen. Also wie man Menschen dazu ermutigen kann, in der absoluten Unsicherheit Freiheit zu realisieren und nicht aufs Bequeme zu gehen. Freiheitsfähig unter Bedingungen von Unsicherheit, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und wahrscheinlich ist der allererste Schritt, dass man sich erstmal zugesteht, vor diesem Zustand habe ich Angst.
Ich bin ja vermutlich Staatsbeamter geworden, weil ich ein gewisses Maß von Sicherheit haben wollte und nicht, weiß ich nicht, mich dazu entschlossen habe, eine Malerwerkstatt in Athen aufzumachen oder wie jemand aus meiner Klasse irgendwie ein Restaurant auf einer griechischen Insel, sondern aber an einer der Kombination Ihnen, mit der Sicherheit interessiert aber war. Aber einer von Ihnen oder eine von Ihnen hat diesen Begriff des Mutes auch hineingebracht. Aber also man braucht einen Mut zur Freiheit und darf sich von der Angst vor der Freiheit nicht sozusagen ins Mauseloch fällen. Aber ich habe das Gefühl, Sie sitzen auf heißen Kohlen und würden gerne jetzt mal wieder reinkommen. Ja, los. Einer muss anfangen. Sie okay, sind ich, frei, wer anfängt. Ich beeile mich. genau, es wurde ja angesprochen. Wenn man frei ist, kann man sich entscheiden, ob man gut oder böse handeln will. Aber letztendlich muss man vielleicht auch schon so drauf gucken, dass wenn man ein Gut und Böse hat, bereits unfrei ist, weil man bereits ein Wertesystem hat. Die wenigsten Leute entwerfen ja ihr ganz eigenes Wertesystem, sondern akzeptieren das, was vorgelebt wird oder was man für logisch plausibel hält. Aber das denkt man sich ja nie selber aus. Man nimmt es ja an. Und in dem Sinne könnte man fast sagen, dass man ja, eine Bindung eingeht, eine gewisse Unfreiheit eingeht. Und indem man diese Unfreiheit eingeht, kriegt man im Gegenzug dafür etwas existenzielle Sicherheit. Also sei es jetzt, ob man es für gut und richtig hält, Beamter zu werden und dadurch finanzielle Sicherheit eventuell erhält oder auch existenzielle Sicherheit, weil man sich eben Sinn erfüllt fühlt, wenn man weiß, eventuell man trägt etwas bei zur Gemeinschaft und man hat einen bestimmten Wert. Und ich glaube, das spielt auch in den Mut zur Freiheit bei, dass die allerwenigsten, also dass es sehr, sehr, sehr viel Mut erfordert wahrscheinlich, diese Dinge zu hinterfragen oder ja, eventuell, ja, genau, doch. Genau, um darauf jetzt noch einmal einzugehen, du hattest ja gerade gesagt, dass im Endeffekt die Ideologie und das Verständnis von Gut und Böse irgendwo ja von außen gegeben ist. Und das stimmt definitiv, glaube ich. Ich glaube, eine Menge kommt von außen mit rein. Aber trotzdem, trotzdem glaube ich, gibt eine Menge auch, gibst du selbst vor. Trotzdem wirst du selbst auch selber Entscheidungen treffen und wirst selber, das ist eben die Freiheit, wirst selber auch drüber nachdenken, was gut und böse ist. Und ohne jetzt ewig auf Kant hin und her zu reiten, es war ja auch Kant, der Aufklärung in die Richtung definiert hat, dass man eben den Mut hat, selber Dinge zu verstehen und selber Dinge zu hinterfragen und zu definieren. Und ich glaube, das geht weit über den Freiheitsbegriff raus, dass eben der Mensch, und es geht zurück zu der Angst irgendwo, dass der Mensch sich, wenn er sich mit Themen auseinandersetzt, ob es nun Freiheit sind oder Gut und Böse, dass er automatisch da eine gewisse Angst hat, aber dass es trotzdem seine eigene Definition ist und seine eigene Idee, die ihm im Endeffekt zu einem eigenen Verständnis der Welt und zum Beispiel des Freiheitsbegriffs bringt. Wir waren uns hier alle viel zu einig. Vielleicht können wir am Schluss doch noch ein bisschen streiten. Ich entsinne mich sehr genau an eine Szene, wo ich in der Schulklasse mit Westermanns Schulatlas jemand herzhaft auf den Kopf gehauen habe und mich wahnsinnig darüber gefreut habe, welches unglaubliche Krachen das auslöst, wenn man mit so, und gleichzeitig war mir aber ganz tief im Inneren klar, dass das eine verwerfliche Handlung ist. Also die Freude daran, die ich empfand, wie wunderbar dieser Atlas krachte und was für Gewalt man einfach mit so einem westermannschen Schulatlas ausüben kann, das war mir innerlich, das war kein Wertesystem, was ich irgendwie adoptiert habe. Also das innere Gefühl, es ist elementar falsch, was du hier tust und du solltest es nie wieder tun. Ich habe nie wieder einem Menschen einen Westermann-Schulatlas auf den Kopf gehauen und kann ohne diese Freude relativ gut sehr leben. Sehr beruhigend. Das, das wäre auch schlecht, wenn man in Akademie sitzt. Seien Sie jetzt mal endlich ruhig. Nein, also die Frage, ist das wirklich ein Wertesystem, was wir von außen übernehmen oder gibt es nicht einen inneren Kompass, also gehört nicht, wenn wir über diese natürliche Ausstattung reden, dann meint doch, ich bin frei geboren, ich habe einen inneren Kompass, zu dem ich mich verhalten kann, indem ich das mit dem Westermann-Schulatlas hinfort lasse. Und das ist Freiheit betätigen, nämlich die Freiheit, mich zu meinem inneren Wertekompass zu verhalten.
Bist du eigentlich sicher, Christoph, dass das wirklich, dass du in diesem Moment wusstest, das ist absolut verwerflich? Oder hattest du nicht Angst, dass, was weiß ich, der andere Junge dich verpetzt hat beim Lehrer oder bei den Eltern, dass die deine Eltern anrufen würden, dass es eine Folgehandlung geben Nein. würde, die dich dann in die absolute Bredouille bringt? Nein, ich war ganz stolz darüber, dass der Lehrer an der Tafel war und sich sehr ausführlich was, also ich hatte mir auch ganz bewusst einen Moment ausgesucht. Nein, ich hatte das tiefe innere Gefühl, das ist hier falsch. Und ich glaube schon, also die berühmte Stimme des Gewissens oder so, ich glaube schon, ob das jetzt eine Stimme des Gewissens ist, aber dass wir eine gewisse Grundausstattung haben, die uns sagt, dass eigene Vergnügen, das einem anderen Schmerz zu empfinden, also wo ein anderer Schmerz empfindet, das ist illegitim. Ich hätte das damals nicht so gesagt, sondern das war so eine Mischung aus Peinlichkeitsgefühl. Man hatte irgendwie den Eindruck, mir ist plötzlich so heiß. Und die Freude an dem Schlagen mit dem Westermann-Schulatlas kippte um in ein tiefes Schamgefühl. Und das Schamgefühl hing nicht mit der Angst zusammen, dass der andere war auch ziemlich still, weil ihm klar war, alle anderen lachten natürlich, weil die Situation ganz lustig fanden, dass der Lehrer sich abgewendet hatte und ich genau diesen Moment ausgenutzt hatte, um zuzuschlagen. Also nein, das alles natürlich auch, aber das Umkippen der Freude über diesen Schlag in die Scham, du hast etwas getan, was du nicht tun solltest. Und wir müssen ja nicht über das Beispiel, das Beispiel mag auch ganz falsch sein, mir geht es nur um die Frage, ist wirklich der Wertekosmos ein Zeichen von Unfreiheit, weil wir ihn vollständig übernommen haben aus der Erziehung von den Eltern und so weiter und so fort? Oder haben sie nicht doch in sich was zu ihrer Ausstattung gehört und damit zu ihrer natürlichen Freiheit? Ich würde da massiv widersprechen. Also ich würde wirklich massiv widersprechen. Dann streiten widersprechen wir doch noch. Und könnt ihr jetzt nicht 1000 Papers zitieren, die das alles irgendwie falsifizieren, was du gerade gesagt hast. Aber allein aus der Erfahrung, mit Kindern aufzuwachsen, also kleine Kinder aufwachsen zu sehen und zu sehen, wie die ohne jede Art von Vorstellung von Gut und Böse ihre Handlungsmacht erstmal austesten. Und natürlich dann auch immer sehr schnell, wenn sie schon reden können, dann auch erklären können, dass das vollkommen richtig war, was sie gemacht haben, weil der andere ja vorher angefangen hat und der das auch wieder hat. Das heißt, die bewegen sich ganz, ganz schnell in so einer Rechtfertigungsspirale, die genau zeigt, dass sie wissen, dass sie eine bestimmte Regel übertreten haben, aber diese Regel ist nicht in ihnen drin, sondern die wird ihnen sehr früh vermittelt. Also wenn sie erwachsen sind, sind sie dann, oder wenn sie auch schon etwas älter sind, erkennen sie auch, dass diese Regel zu was gut ist. Sie erkennen an, dass es diese Regeln jetzt nochmal, darüber haben wir eben gerade schon gesprochen, dass wir uns diese Regeln selber gegeben haben, weil sie uns vor etwas schützen, weil sie jeden von uns vor etwas schützt, was man nicht gerne hat. Und das würde ich jetzt nicht als Unfreiheit bezeichnen, sondern das ist eine Freiheit, sich dafür zu entscheiden, diese Regeln auch anzuwenden. Also da würde ich diesen Preis. Da darf ich einen Pazifizierungsvorschlag im Interesse des Buffets machen, damit wir nicht in den Streit angeboren oder erworben hineinkommen. Aber da habe ich den Eindruck, bin ich als Fachmann für die Antike weniger gut geeignet. Da müsste man dann zwischen uns noch eine kluge Biologin oder einen Verhaltensforscher sitzen haben. Aber ich finde, egal wo es hergekommen ist, es ist relativ früh, ich nenne das immer gern präthematisch, also Leute wissen ab einem bestimmten Zeitpunkt über Gut und Böse Bescheid, ohne dass sie das reflektiert haben und es ist doch ihr eigenes. Also sozusagen, es müssen nicht alle durchs philosophische Oberseminar gehen, sondern es gibt sozusagen ein relativ basales Gefühl dafür, dass es nicht richtig ist, mit dem MG oder wie ich vorhin gesagt habe, mit der abgesägten Schrotflinte in die Deutsche Bank zu gehen. Ja. Sie haben die Schlussworte. Was für eine Ehre auf jeden Fall, aber
Um da nochmal zu bleiben, ich will auch nicht, weder habe ich die Qualifikation noch jetzt eine passende Antwort, um vollkommen zu definieren, ob Gut und Böse schon prädefiniert ist. Alles, was ich glaube ich sagen kann, eben nochmal bezogen auf das Beispiel vorhin, ist, dass der Mensch ja irgendwo versucht, empathisch zu sein. Ob das nun prädefiniert ist oder nicht, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in all diesen Fällen fällt dem Menschen viel weniger auf Gut und Böse, oder halt in dem Beispiel, sondern vielmehr dieses Empathische, nicht direkt böse, sondern ich habe jemand anders verletzt oder ich habe meine eigene Freiheit überzogen. Ich habe meine Freiheit so weit ausgedehnt, bis ich zum Beispiel jemand anders geschlagen habe, bis ich in eine Bank eingebrochen bin, bis ich mich selbst vor die anderen gestellt habe. Und ich glaube, das ist, was der Mensch nicht direkt möchte. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb dann zum Beispiel Kinder irgendwann in diese Schleifen reinkommen, wo sie sich versuchen zu rechtfertigen oder wo man zum Beispiel dann in diesen Peinlichkeitsdingen reinkommt, wo man im Endeffekt zum Schluss kommt, ich bin zu weit gegangen. Und ich glaube, das hat weniger mit einem tatsächlichen philosophischen Verständnis von Gut und Böse zu tun und vielmehr mit diesem Zwischenmenschlichen. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube auch, das Individuum spielt definitiv eine Rolle und nicht jedes Wertesystem wird vorgegeben. Ich glaube, dass Menschen über Potenzialitäten verfügen. Das heißt, sie können gut sein, sie können böse sein, aber sie sind vor allem eins, sie sind soziale Wesen. Und ich glaube, genau aus dieser Motivation haut man anderen Leuten einen Atlas über den Kopf, weil dann alle lachen, weil man dann akzeptierter in der Gruppe ist. Oder aus dem gleichen Grund zieht man vielleicht in die Schlacht, weil man eben diese soziale Anerkennung will. Und falls man nicht mit der Gruppe übereinstimmt, dann gibt es auch ein Gefühl, und das wurde bereits angesprochen, das man dann empfindet, wenn man nicht mit der Gruppe handelt, und das ist Scham. Und das macht uns menschlich. Und diese Scham, die empfinden wir alle. Und ich hoffe, ja genau, dass sie auch ein guter Kompass sein kann, um uns zu den richtigen Handlungen zu treiben. Da muss ich noch was zu sagen. Weil ja das, wenn wir über Freiheit und Unfreiheit reden, ist natürlich diese Art von Gruppendruck oder der Wunsch nach Anerkennung, wie Sie es gerade formuliert haben, der Wunsch von der Gruppe, auf die man sich selber konzentriert, auch wirklich akzeptiert zu werden, führt einen dann auch möglicherweise zu einer absoluten Unfreiheit. Ja, weil man dann sich an Regeln hält, die vielleicht gar nicht so sehr die eigenen sind oder wo die Empathie, das Mitfühlen eigentlich sagt, na, das solltest du jetzt nicht machen, aber ich mache es trotzdem, weil die Gruppe das von mir verlangt, weil die Nation es von mir verlangt, weil... Sie merken, wir könnten hier noch locker 2 Stunden weitermachen. Ob wir dann noch vor Ihnen reden würden oder Sie hinten schon beim Buffet sich und so weiter und so fort. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bei den beiden Schulen und den Schülerinnen und Schülern bedanken. Dann möchte ich mich bei Ihnen beiden und bei Rosa bedanken, dass Sie sich haben hier auf die Bühne, also es ist eine relativ flache Bühne, aber dass Sie sich haben auf die Bühne gesetzt und sich so vor einem großen Publikum erklärt und unseren Fragen gestellt haben. Ich glaube, wenn ich versuche, mich nochmal in diesen den Atlas schwingenden Berliner Oberschüler zu versetzen, das hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut. Auch das, finde ich, ist einen Applaus wert. Ute hat schon darauf hingewiesen, die beiden Lehrerinnen, das ist natürlich auch ganz großartig. Ist eine unter uns oder? Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank.
Und da die Max-Weber-Stiftung begrüßt hat, sage ich Dankeschön am Schluss. Liebe Ute, es war ein ganz, ganz großes Vergnügen. Wir haben jetzt am Schluss auch mal was gefunden, wo wir dann unser nächstes Gespräch machen und uns offenbar noch nicht einig sind oder vielleicht auch nie einig werden. Das war ein ganz, ganz großes Vergnügen. Es macht Spaß, wenn sich mal die Präsidentin der Max-Weber-Stiftung und der Präsident dieser Akademie und der Akademienunion auch mal in aller Öffentlichkeit unterhalten können. Und Ihnen möchten wir ganz, ganz herzlich danken, dass Sie uns mit so wachen Gesichtsausdruck und munteren Fragen zugehört haben. Da lässt sich's immer fröhlicher und leichter diskutieren. Und jetzt laden wir Sie alle zu einem, wie sich das in einer vormals preußischen Akademie gehört, bescheidenen Empfang ein. Sie sind ja aber frei, wie Sie den Abend hinterher noch gestalten. Also alles Gute, kommen Sie wieder, die Reihe wird fortgesetzt. Applaus